Die Boot 2023 am Stand von Princess zusammen mit Sandra Capella. Sandra, gerade eben ein Boot aus der Türkei, jetzt aus England. Und wir werden etwas ganz anderes sehen. Wir werden ein quasi prunkvolles Design sehen, was du hast. Also nicht, dass das andere jetzt nicht schön war, aber ich muss sagen, das war sehr zweckmäßig. Es war eher so ein bisschen Tiny House. Und jetzt sehen wir, ich nenne mal so Luxus, noch nicht auf höchstem Standard, aber in wirklich sehr, sehr guter Serienqualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Was wir da mal sehen. Was schätzt du, was das Boot kostet? 3 Millionchen. 3 Millionen. Also ich denke mal, wir liegen hier eher noch ein bisschen mehr. Also ich denke mal, wir liegen hier so um die 6 Millionen, 7 Millionen. Also das werden wir auch gleich mal sehen. Wir gucken gleich mal aufs Preisschild drauf. Wir sind auf der Boot in Düsseldorf und werden euch jetzt mal begleiten auf eine kleine Roomtour der Superlative. Das Ganze haben wir natürlich mit Serena abgesprochen und zeigen euch jetzt mal, wie die Reichen und meistens Schönen, muss man sagen, die dann auch die Kohle haben für das ein oder andere Veränderleinli, was man denn hat, dann, ich sag mal, in der Lage sind zu wohnen. Aber es sind auch ganz, ganz viele normale Leute, die wir kennengelernt haben. Ganz viele normale Leute, oder? Genau, die einfach mal gucken wollen hier. Ja, beziehungsweise die auch auf dem Boden leben und hart gearbeitet haben. Es sind also nicht nur die Celebrities, die Superstars, die man hat. Denn wir sind hier auf einer Länge von gerade mal 25,17 Meter. Also die Superjachten, so, die sehen wir dann natürlich auch in anderen Ländern. 25,17 Meter. Der Beam, die Breite von 6,07 Meter. Und ja, man sollte hier mit 8 plus 3, das heißt aber mit 11 Personen, kann dieses Boot sehr gut bewohnt werden. Mhm. Ja. So, wie viele Leute fehlen dir denn noch in deiner Wohnung? Also meine reicht gerade für mich und meine Katzen. Das da, du hast 3 Katzen, du hast eine ganz tolle Katze, die kommt ab und zu mal zu uns in den Sender rein. Was ist das für eine? Das Devon Rex heißt die Rasse, aber ich habe ihn vom Tierschutz und vermisse ihn schon ganz schön, meinen Karl. Wo ist denn der jetzt eigentlich, wenn du hier eine Woche weg bist? Der ist in Pflege und die anderen beiden sind zu Hause, weil Karl sehr kuschelbedürftig ist und er braucht abends einfach seine Streicheleinheiten. So, was haben wir gelernt? Was ist hier dieser kleine Föhn hier? Damit kann man nach links und rechts fahren. Vorne und hinten gibt es das jeweils. Und damit kannst du das Boot um die eigene Achse drehen. Und das hier ist das Bugstrahlruder. Das, ja, das lernen wir alles noch. Wir sind ja totale Noobies. Das ist die Anti-Fouling-Beschichtung, die unten dran ist. Damit kein Rost, Algen oder sonst Algen. Was? Genau, Algen. Also hauptsächlich Algen ist es hier mit dabei. Die Boote sind übrigens schön verpackt, wie man hier sieht. Also damit auch da auch nichts dran kommt. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite drauf, schauen uns das mal hier von der Seite an. Man kann sagen, so die Wasserlinie ungefähr, ja, die beginnt dann ungefähr hier. Das heißt, das Boot liegt auch schön im Wasser. Du siehst auch einiges davon. Aber hier auf der Messe natürlich komplett offen. Du kannst über reingehen, kannst reinschauen. Es ist mit einer kleinen Barriere versehen. Die Leute wollen natürlich wissen, okay, hat man ein konkretes Kaufinteresse? Es ist nicht so, dass, ich sag mal, wie im Caravansalon, das weißt du selber, da kämpft man dann teilweise, um da zu schauen, sondern es wird dann auch jeweils der Verkäufer zugewiesen aus den verschiedenen Sprachen, die da sind. Und so eine Hausbesichtigung, die hast du ja dann auch nicht immer so. Und wenn du dich mal gerade daneben stellst, stell dich mal ein bisschen weiter zurück. Noch ein Stückchen weiter, 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 dass man mal sieht, ungefähr die Proportionen hier von dem Boot, von dem Schiff. Das ist definitiv schon ein Schiff, also was wir hier haben. Und da sieht man, also Sandra, du gehst hier komplett unter. Du bist quasi... Eine Ameise im Vergleich, gell? Also hier auf dem Weitwinkel schon zweimal. Das ist so. Ja, wir gehen mal hoch, schauen uns das an. Wir sind in Halle Nummer 6. Das lohnt sich. Heute ist der 25. Januar 2023. Überleg mal, 23. Hättest du das gedacht, dass du mal was erlebst? Ach, ja, es wird immer seltsamer. Das Jahr 2000 habe ich ja noch erlebt, die Wende vom einen zum anderen Jahrtausend. Und jetzt sind wir hier und dann kannst du überlegen, die Leute, die sich so eine Superjacht im Jahr 2000 gekauft haben, die haben jetzt schon ein altes Schiff wieder. Ja. Die bauen ein neues.
Und das ist hier. Also Leute sind wirklich begeistert, machen viele Selfies hier. Ich kann mir vorstellen, hier bei Instagram, das ist natürlich das Ding, wo du auch viele Selfies machen kannst und sagen kannst, ich in der Superjacht. Oder vor der Superjacht. Vor der Superjacht. Rein kommt ja leider nicht jeder. Aber wir kommen rein. Das werden wir jetzt mal zeigen. Hallo. So, und da sind wir auch schon drin. X80 Princess. Hier vorne steht ein kleines Datenblatt. Das können wir euch mal zeigen. Es besteht aus ganz vielen Schichten. Wie der Ogre. Kennst du den? Ogre? Der Grüne aus, aus Shrek. Shrek, ja klar. Der hat auch so Schichten, hat er. Ich habe ganz viele Schichten, hat er gesagt. Es gibt die Flybridge Deck, das ist ganz oben. Mhm. Warum Flybridge? Weil man sich fühlt, als würde man fliegen. Man sieht nicht den Rest vom Schiff und das werden wir euch gleich mal zeigen. Da gibt es das Main Deck. Das ist meistens sehr großzügig, alles luxuriös gehalten. Du brauchst auch keine Möbel mitbringen von Ikea. Sehr gut. Ja, du hast das ja mit dem Erdgeschoss ungefähr verglichen, oder? Ja, also eins kann ich euch sagen. Guck, hier vorne ist der Schuhschrank, wo die Leute ihre Schuhe abbilden. Und hier stehen dann nochmal, oh, ich habe jetzt gedacht, hier ist nur Prada und Gucci. Nein, auch ganz normale Menschen tragen ganz normale Turnschuhe. Genau. Man muss sie nämlich ausziehen. Es gibt auch Überzieher. Und wenn du siehst, wie voll das hier ist, dann kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das jetzt am Wochenende war. Ja, ich kann es mir vorstellen, doch. Ich kenne ja den Caravan-Salon und da war unter der Woche schon viel los und am Wochenende noch mehr. Also, ja. Aber ich finde es hier im Übrigen sehr angenehm, mit Socken rumzulaufen und hier ist überall sehr, sehr weicher Teppich. Schön. So, da unten, da ist das Compartment für die Crew. Also da sind die Crewmitglieder mit drin, einige sind hier mit drin und da gehen wir später mal rein und die Daten, Preise und so weiter. Vielleicht finden wir das Datenblatt mal drin. Das ist eine Besonderheit. Das hier ist quasi das Badedeck, was du hast. Und das kannst du absenken auf eine Tiefe von mehreren Metern, sodass du ganz bequem hier deine Spielzeuge, zum Beispiel dein Jetski, einfach rauf und runter lassen kannst. Oben gibt es dann optional einen Kran, den kannst du oben anbringen, damit es auch noch wirklich rausgehoben werden kann bei größeren Booten. Und du hast also auch viel Raum und überall Stauraum für Späßchen. Oft ist eine Dusche eingebaut. Mal sehen, ob das hier auch so ist. Hier ist jetzt keine Dusche drin, aber hier ist noch ein bisschen Stauraum. Das ganze Schiff übrigens aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ja, habe ich auch schon gelernt. Man kann das also hier schön sehen, wenn man hier reinfilmt. Da ist also nochmal so eine, genau, wenn du mal drauf haust, musst du es gleich bezahlen, ja. Aber das kriegst du ständig kaputt, ja. Sehr widerstandsfähig. Dann für die Crew, da gehen wir ganz zum Schluss rein und da ist auch der Motorraum mit drin. Der ist immer an der gleichen Stelle, egal welches Schiff wir gefilmt haben, er ist immer ein bisschen weiter hinten, macht ja Sinn, die Propeller sind ja hinten. Mhm. Und das Gewicht, für die Gewichtsverteilung ist das nochmal wesentlich, haben mir jetzt die Spezialisten erzählt. Wir gehen mal hoch, alles ist hier genutzt, Stauraum und ja, dann kommt man hier in den Bereich, wo du normalerweise in Saint-Tropez, wo diese Schiffe liegen, ja schon gar nicht mehr hinkommst. Darf sich gerne mal reinsetzen. Sandra nimmt Platz in ihrer neuen Lounge, die sehr einladend ist. Und wie man sieht, du schaust ja von hier aus jetzt nicht auf das Meer, sondern du schaust quasi in den Raum rein. Und um das mal zu zeigen, wie das Ganze wirkt, das werden wir euch mal gerade zeigen, dann drehen wir uns um, schauen hier in diesen Raum rein und da siehst du wirklich eine endlose Weite. Es ist wirklich so, als wärst du in einem Haus, oder? Ja, ja. Und in einer Luxuswohnung. So. Echt schick. Also hier, wir hatten ja vorhin eher so helles Holz und Grautöne und hier so schön warmes, dunkles Holz. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, also ich muss auch sagen, es hat mir bisher alles gefallen. Also es ist ja auch so, wenn ich jetzt in die Qual der Wahl bin, ich bin ja so ein Typ, weißt du, ich designe ja gar nicht so viel, sondern ich lasse designen. Also ich kaufe praktisch den Schrank im Möbelhaus, so wie er ist und sage, da haben die sich schon was dabei gedacht. Meine Frau zum Beispiel, da sind wir zur Fußbodenauswahl mitgegangen. Wir haben aus Hunderten von Böden gewählt, sind nie fertig geworden und am Schluss war es dann auch nicht gut, aber das Ergebnis war ganz gut. Aber hier, das sind Designer, die haben sich wirklich darauf spezialisiert, alles nochmal ganz genau abzustimmen hier. Also den Teakboden dann zu dem Tisch, der natürlich auch aus echtem Teak ist. Und schon massiv. Das ist, allein diese eine Seite ist so schwer, komplett Vollholz, sehr krass.
So, bitte keine Finger einklemmen. Dafür ist es soll aber auch liegen bleiben. Also das Schiff wird selten einmal um die eigene Achse rollen, sondern es wird dann bleiben. Und damit alles sicher verstaut ist, hat man hier natürlich feste Materialien, die auch immer funktionieren. Es kann ja auch mal Seegang werden. Da haben wir gelernt, das ist eine Tür zum Schließen. Auch hier mal zeigen, die gleitet quasi, weil es ist ja nicht immer so ganz so warm. Und dann kann man die entriegeln. Sandra, hast rausbekommen. Einfach ein bisschen ziehen. Und sie gleitet wirklich ganz sanft. Ja. Bitte mal weiterziehen. Und dann öffnet sie komplett. Da ist noch eine Entriegelung mit drin. Und dann kann man das Ganze also nochmal schließen. Ist okay, Sandra. Machen Sie einfach nochmal zu. Und dann können wir das Ganze auch nochmal sehen. Und hier, jetzt haben wir den ganzen Raum für uns alleine. Das ist sehr beeindruckend, wenn du reingehst, wie leise es auf einmal wird, weil auf der Messe selber ist es so laut hier, ja. Überall Geräusche und so, und dann bist du in der Schlafkammer hinten und auf einmal ist totale Ruhe, oder? Totale Stille, ja. Wie andere Welt. So, wir setzen uns mal hin. Der Tisch ist natürlich festgehalten. Oh, wenn du mal fühlst, wie sich das anfühlt, der Boden hier. Der ist wieder ganz weich. Oh, schön. Ist echt ganz weich. Also du läufst wie auf Wolken hier so ein bisschen. Setz dich ruhig mal rein. Hier sitzt man wie auf Wölkchen. Ist schön? Ja. Okay, also das kommt ja alles so fertig eingerichtet. Sandra Capella in ihrer neuen Couch-Garnitur. Und auch das hat natürlich nochmal eine weitere Couch. Das Ganze ist sehr offen. Wir haben ja einen sehr, sehr weiten Beam. Und auch hier in Verbindung natürlich mit diesen dunkleren Hölzern, die hier mit drin sind. Und diesen schicken Lampen, die du wahrscheinlich auch mit dazu kriegst, weiß ich jetzt nicht. Steuerungssysteme, das Ganze sind natürlich Bussysteme hier eingebaut, die programmiert werden können, sodass du das Licht zum Beispiel mit einer Taste komplett ausmachen kannst. Und das dunkle Holz gar nicht so schlimm hier. Also ich finde, das wirkt in Verbindung mit den weißen Oberflächen unglaublich toll, oder? Ich finde es sehr edel. Und was mir auffällt, guck mal nach draußen. Du fühlst dich echt wie in der Wohnung. Du denkst nicht, du bist da gerade auf einer Yacht, oder? Die Fenster, die wir bisher gesehen haben, die waren alle so klein, so drückend. Und hier hast du riesige, große Fenster. Ja. Die hat man zu Hause nicht, oder? Nee, leider nicht. Aber es verändert schon das Raumgefühl, ne? Wenn alles so offen ist. Und wenn man sich noch vorstellt, da wäre die Sonne und das Meer. Ach, herrlich. Gott. Wir haben etwas beschlossen. Was haben wir zwei beschlossen gerade eben? Wo fahren wir hin? Nach Cannes. Und nach? Saint-Tropez. Nach Cannes und nach Saint-Tropez. Die größten Yachtausstellungen von Superyachten auf der Welt. Und da müssen wir hinfahren. So, wir stehen mal auf. Thema Küche. Und hier... Was gefällt dir daran? Das ist Holz und das Muster. Finde ich echt schick. Das ist Echtholzfurnier. Das heißt, du hast echtes Holz hier mit dabei. Das Schiff soll ja auch nicht so schwer werden. Deswegen werden die Hölzer verwendet. Und hier eine Besonderheit. Du kannst mit ziemlicher Sicherheit hier eine Wand hochfahren. Sollen wir da mal den Schalter kurz mal suchen? Dass wir den mal kurz schauen. Also, dass du hier diese Küche hier komplett vereinzeln kannst. Geh ruhig mal rein in die Küche. Und guck mal, ist da ein Schalter rauf, runter irgendwo, den du siehst? Vielleicht an der Tür direkt, guck mal. Dass da vielleicht ein Schalter ist, dass du das mal betätigst. Da ist ein Schalter, aber... Tut sich nichts. Es kann sein, dass das jetzt für den Messebetrieb gesperrt ist, obwohl das eine schöne Funktion ist. Hier drin ist nämlich eine komplette Wand drin und die fährt sich hoch, sodass, wenn du kochst, du ja nicht dann irgendjemand störst. Wenn du es mal festhältst, einfach mal lange festhältst, die Taste. Und dann könnte es sein, dass es damit aktiviert wird, aber nein. Ist auch nicht so schlimm. Das war das Licht. An, aus. Drück nochmal drauf. Aktiviert. Und ja, da wäre dieser Schalter gewesen. Also da kannst du, aber da kann man ja mal fragen. Vielleicht können die das uns in einem anderen Boot mal zeigen. Auch hier Echtholzboden hier mit drin. Das ist sehr auffällig, wie slippery das Ganze ist. Hier ist eine Preisliste. Was habe ich dir gesagt? Nee, dass die Preisliste ist für irgendwas anderes. Nee, 6,9 Millionen ist, glaube ich, das Boot. Das ist die Aufpreisliste. Das sind nicht 6.900 Euro. Du, das sind, warte, wir machen mal eins, damit ich das richtig filmen kann. Hier, genau. This craft is now available. Also das Ding kann man kaufen, okay? Ja. So, und jetzt machst du eine Anzahlung, ein Drittel, das wären rund 2 Millionen. Das heißt, du müsstest nur vielleicht eine Eigentumswohnung von dir verkaufen. Eine größere. Schön wär's. So, und dann bitte mal drehen. Also der Grundpreis hier mit allen Extras hier ohne Mehrwertsteuer 6,927 Millionen Euro.
die 95 Euro, die hinten, die schenke ich dir. Und bitte nochmal drehen. Und der Basispreis hier, mal schauen. Also das Boot kostet 5,957 Millionen Basispreis. Und da sind noch ein paar Extras drin. Also rund 7 Millionen. Ich kann die Zahl noch nicht mal lesen. Ich kann die lesen, weil ich hatte mal ein Yen-Konto, muss ich sagen, und dann musst du die lesen. Aber jetzt mal ehrlich, also wir reden ja hier schon über, ich meine, die kommunizieren die Zahlen ja auch ganz offen. Das hier ist ein Serienfertiger und so ein Boot kostet halt mal 6 Millionen. Ja, die hat man doch, oder? Also wir reden ja auch von einer Zielgruppe, die sich die ganz oft auch teilen. Das heißt, du machst zum Beispiel eine Anzahlung von 1,2 Millionen und hast dann ein Sechstel vom Boot. Das geht auch. Ja. Zum Beispiel sechs Personen, wir beide zusammen, ich 600.000, du 600.000. Genau. Okay, aber ja, also wir zeigen ja auch Dinge, A, die sich nicht jeder leisten kann, aber das technisch machbar, wir reden ja auch von Technik hier. Also dass es sowas gibt, dass man sowas kaufen kann, wenn man sowas hat, man kann es auch chartern. Sowas in der Klasse liegt meistens so um die 100.000 Euro in der Woche. Also auch da nicht, ne? Ach, man darf ja ein bisschen träumen, ne? Also ich finde es schon schön, sowas mal gesehen zu haben. Du arbeitest doch wie ich bei der Medien Saarland GmbH. Also genau. Wir können uns doch sowas leisten, ja. Das ist der große Kühlschrank. Wow, ja, der ist richtig breit, ne? Genau, wenn ich mal gerade daneben stellst, dann kann man mal die Proportionen sehen. Ruhig mal ganz reinstellen. Das ist sicher. Wie ist denn das? Ist das ein... Ja, so 30? 70 Zentimeter ungefähr, 60 Zentimeter breiter. Nee, breiter, 70. Also schätze ich mal hier, dass du das siehst. Also großer Kühlschrank, auf jeden Fall größer als normal. Drunter hast du, hier sieht man im Standard Haushaltsgeräte, da ist so eine Blende nochmal davor, dass man mal sieht, also die ganzen Möbel sind ein gut Stück breiter. Das ist übrigens... Das ist zum Locken, dass man, falls Seegang ist, dass man da... das abschließen kann. Das sind übrigens diese Multifunktionssteckdosen, die für alle nur erdenklichen Länder funktionieren. Ein Gefrierschrank. Hier passt viel Eis rein. Ja, aber auch Tiefkühlsachen. Genau, eine Tiefkühlpizza, die macht man sich gern mal auf einer Yacht, ne? Macht man sich nicht, weil die Einteilung, hast du gesehen, das ist nur für Edelfische. Genau. Aber hier könnte eine Pizza reinpassen. Hier wird man natürlich bekocht. Ja, es ist eine Crew mit dabei im Regelfall. Und die Crew, die kümmert sich natürlich komplett um dich, macht das Ganze für dich fertig. Hier siehst du auch noch einen Weinkühlschrank, der ganz nett ist. Du hast verschiedene Weinzonen hier mit drin. Die kann man übrigens auch abschließbar bestellen. Weißt du warum? Die Schiffe werden auch entsprechend verchartert. Und da gibt es dann zum Beispiel Weinkühlschränke für ganz edle Weine. Und die machst du dann abschließbar. So, kleiner Kühlschrank hier nochmal. Und jede Menge Stauraum. Auch hier mal ein, zwei Stück öffnen. Aber es fühlt sich alles auch sehr, sehr hochwertig an, muss ich sagen. So, und hier ist nochmal die gleiche Preisliste. Ein Mülltrennsystem, guck mal hier. Auf der Seite nochmal Schubladen zum Aufziehen. Und da ist der kleine Mülleimer. So, Induktionskochfeld von Miele. Ganz viele Miele-Geräte, ganz oft drin. Auch hier eine Miele-Spülmaschine mit eingebaut Haushaltsmaß, 60 cm mit drin. Eine Mikrowellenkombination hier auf der Seite mit eingebaut. Mikrowelle und Backofen, das siehst du ganz oft dann. Also alles Miele, hast im Regelfall nur in Ausnahmefällen mal kein Miele mit drin. Eine Dunstabzugshaube, auch von Miele. Auch von Miele, die ist da drin. Also ich fühle mich schon so ein bisschen wie im Küchenstudio. Und hier die Verkäufer, die gehen halt rein, machen hier die Führung, zeigen das Ganze, erklären hier, wie das Ganze funktioniert. Und zeigen auch, wie der Tisch zum Beispiel funktioniert, wie das freigeschaltet wird. Dann hast du immer in dem Raum, das haben wir schon öfter gesehen, eine eigene Toilette. Ja, aber auf dieser Ebene gab es, glaube ich, noch keine Toilette. Doch, war auf der Ebene nicht. Aber was mich hier verwundert ist, der Steuerstand, ich muss mal gerade schauen, der ist jetzt nicht auf dieser Ebene, sondern der Steuerstand ist eins höher. Normalerweise hatten wir hier immer die Steuerstände mit der Toilette. Also hier ein bisschen anders. Hier ist auch schon ein Zimmer auf dieser Ebene, das hatten wir bisher auch nicht. Gar nicht. Da war also hier. Lower Deck. Also hier waren immer, ich sag mal, ein anderes Bett hier mit drauf. Und hier hast du dann hier in dem Bereich auch schon mal ein ganz großes Bett mit drin. Mhm, das ist schick. Und hier ist auch nochmal ein Badezimmer. Dezent. Dezent, klein, gemütlich. So, kannst du hier zumachen? Warte, ich komm mal rein. Komm mal rein zu mir. Und schließ mal bitte die Tür. Also hier hast du natürlich eine Echtholzfurniertür, die du schließen kannst. Einzeln jeweils von beiden Seiten, sodass du auch deine Ruhe hast. Oder du kannst das Bad komplett offen lassen. Also wenn du jetzt hier duschst, guten Tag.
Dann hast du ein Klo. Echt Glastüren. Mach nochmal auf die Toilette und setz dich ruhig mal drauf, wegen Thema Beinfreiheit. Ich glaube, die Moderation vom Wohnmobil, die muss ich mir abgewöhnen. Ob man Beinfreiheit hat oder nicht, ja, das ist hier irgendwie alles auch gar kein Thema hier. Und das wäre auf jeden Fall eine schöne Aussicht, wenn man auf dem Stehlenörtchen sitzt. Kannst du machen. Und da draußen sind sie sich am Aalen. Und hier kannst du einen, ich sag's jetzt nicht. Aber du hast hier vorne Plissel mit dabei und kannst das machen. Hello. It's so marvelous here inside because the window at the toilet seat. Yes. Then you can look outside while doing things. Why? It's, so that's a great question. It's so nice. I love this ship. Thank you so much. So, guck mal hier. Also hier überall, die sind auch super nett hier, wie die dich da führen und machen. Aber hier auch, guck mal. Der Tisch ist doch wie zu Hause hier. Schau mal mit dem, mit diesem weichen Satin. Guck mal, wenn du mal drüber fährst. Ist auch leicht zu reinigen, weil du überall Gefälle hast, ja. Dann, guck mal hier, nicht hier von Grohe, die Armatur, die muss ja von Samuel Heath sein. Ja, ist der Samuel, der hat's gemacht, ne? Guck mal hier, ist Finn. Das ist wie im Hotel ein Anschluss für deinen Rasierer. Ach so, stimmt. Damit du dir die Beine rasieren kannst. Scherz, Entschuldigung. So, dann rechte Seite. Noch eine Toilette. Oder das ist eher eine Dusche. Eine Dusche, eine Regendusche. Hier oben und hier ist Holz. Holz. Man duscht auf Holz. Teak. Das ist ja mal edel. Also für einen Serienhersteller muss man ja sagen. Beim Duschen rauszuschauen, das ist schon cool. Stell dir das mal vor. Machst dich morgens fertig, guckst raus. Sagst Hallo Welt. Schaust rein, der Bitcoin ist auf 110.000 gestiegen, ja, und du kannst ja das gleiche Boot außen nochmal in Grau kaufen, weil du es vielleicht hast, aber oft werden sie verchartert, das heißt also diese Boote werden auch vermietet und dadurch verdienen die sogar bei einem Vollcharter sogar noch Geld. Das Boot ist quasi umsonst, kriegst sogar noch was raus. Nee, echt? Ist wirklich so. Also wenn du das Geld hast, dann kannst du es praktisch wie ein Haus vermieten mit Crew und allem drum und dran. Dann bezahlt sich auch die Crew. Hier sieht man sehr schön den Fernseher. Hier nochmal den Ausblick nach draußen, der auch erahnen lässt, wie die Tönung hier ist von dem Schiff. Also du kannst wahrscheinlich von außen gar nicht reingucken. Also die Bedenken, die wir hatten, ich glaube, wenn du auf dem Klo das Licht ausmachst, dann musst du auch das Handy dann ausmachen, ja. Dann kann man gar nicht sehen, dass du drin bist wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, die sehen von außen sind die Scheiben echt dunkel. Ob man jetzt gar nicht reingucken kann, weiß ich nicht. Ich kann mich ja mal auf die Toilette setzen. Mach mal. Ich gehe mal raus. So, und dann schaue ich mal gerade. Ich gehe jetzt mal raus. Ich gehe jetzt mal hier aufs. Ich muss mal gerade gucken, wo vorne im Schiff ist. Ja, das hier ist das Vordeck. Und da gehe ich jetzt drauf. Und jetzt versuche ich mal, die liebe Frau Capella zu spotten hier. Ich bin jetzt mal hier dein. Nee, also es ist nicht zu sehen. Und ich müsste dann schon. Also ich müsste Folgendes machen. Ich müsste beide Hände zusammen machen, müsste quasi dann so reingucken wie so ein kleines Kind, ja. Und das macht ja keiner. Nee, aber ich habe gar nichts von dir gehört. Wie nix? Nichts? Noch mal. Ich geh noch mal rein. Geh noch mal rein. Und schrei mal so laut wie du kannst, ja. Jetzt kommt gleich die Polizei hier. Mal gerade gucken, ob man irgendwas hört. So, dass wir das mal haben. Schrei mal. Nochmal. Nee, es ist super isoliert. Also gedämmt, schallgedämmt. Du kannst nichts hören. Die Leute werden sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum du jetzt geschrien hast. Das hat sich dann ergeben. Aber es ist so leise drin, oder? Ja, also ich habe dich kurz gehört, aber da warst du, glaube ich, auch schon sehr laut. Ne? Ich habe dich auch gehört. Ich habe nur irgendwas gehört, da warst du wahrscheinlich voll am Schreien. Sollen wir noch mal kurz den Schminktisch zeigen? Das war den ganz wichtig. Hier auch die Tür von außen. Die Tür ist auch abgefahren. Die Tür ist total abgefahren, die will ich zu Hause haben. Das ist wie in der U-Bahn. Wie in der U-Bahn. Mach mal zu, dass man mal sieht. Also die geht, ist eine Flügeltür. Die wiegt wahrscheinlich gar nichts. Doch, die ist wahrscheinlich sackschwer, aber kann man machen. Soll ich mal was? Sind die Scheiben eigentlich auch kugelsicher? Auf Wunsch kriegst du hier alles. Also ich weiß nicht, in der Klasse hier. Es gibt Raketenabwehrsysteme auf solchen Yachten. Hast du das gewusst? Nee. Gibt es. Kannst du dazu bestellen bei den großen Superyachten.
Habe ich auch schon in dem einen oder anderen gesehen. Und das ist dann dein Schminktisch. Guten Tag. Aber leider ohne Spiegel. Ohne Spiegel leider. Ich glaub, und das ist, wir haben gerade eben mal einen Schreitest gemacht. Ich hoffe, ihr seid da nicht erschrocken, weil sie hat mal ganz laut geschrien, hat draußen nichts gehört. Ja. Ich habe richtig Herzflattern jetzt. Ehrlich, ja? Ja. Aber ist es so leise? Draußen ist ja irre laut und du gehst hier rein und du hast die totale Ruhe drin. Ja, es ist wirklich, also nicht wie im Wohnmobil oder so, wo du dann irgendwie... Toll. Ist das nicht ein schönes Schiff hier? Absolut, 100%. Es gibt ja eigentlich verschiedene Stilwelten. Du bist von Princess, ich frage mal. Ja. Gibt es da verschiedene Stilwelten, die ich auswählen kann? Also verschiedene Innendesigns? Du kannst hier richtig viel auswählen. Hölzer, Stoffe, genau. Richtig. Alles. Ich sage hier immer, ich weiß, du musst gleich weg nochmal, aber ich sage hier immer, ich würde es so nehmen, wie es ist, weil die Designer haben sich ganz viel dabei gedacht bei der Fahrzusammenstellung. Gell? Super, ich habe einen Vertrag dabei, warte mal. Oft ist so, die Leute stehen davor, die denken, Schiffe kosten jetzt 20 Millionen, 25 Millionen, sind oft erschrocken, dass es denn nur 6, 7 Millionen sind. Ja, das geht aber nur in der Serie, oder? Das geht nur in der Serie. Wir bauen die richtig seriell in der Linie, ne? Also du hast halt so ein Semi-Custom-Konzept. Ja, das ist ganz wichtig, weil ich habe ähnliche Schiffe in Sanremo gesehen. 13 Millionen, 14 Millionen, 15 Millionen, da kann der Kunde alles bestimmen, sogar den Grundriss. Aber hier bin ich so ein bisschen an die Grundrisse gebunden bei euch. Absolut. Oder? Das Konzept steht fest, ja. Dein Vorname? Julian. Julian, vielen Dank. Und alles wir gehen mal weiter, machen Roomtour. Boah, ist der nette, Julian. Gut, er hat ja gesagt, er hat den Vertrag dabei. Ja, ich guck mal gerade. Ich hatte den Vertrag dabei. So, das Vorschiff. Und hier sieht man also hier der Steuerstand, der ist nämlich hier oben drin. Und du hast den ganzen unteren Bereich dann zum Wohnen. Und das macht das natürlich, weißt du, wenn du gar nichts siehst, du siehst kein Steuerrad, du siehst nichts hier drin, das macht natürlich das Wohngefühl. Ich muss immer aufpassen, wenn ich rückwärts gehe. Es hat einen ganz leichten Grund, das zeige ich euch mal. Deswegen bin ich so unglaublich vorsichtig, dass ich auch ja nicht stolpere. Weil wenn du hier über diese Reling fällst, dann bist du tot. Du fällst nämlich hier ungefähr, ich hoffe, ihr könnt das sehen, und die Reling ist natürlich nicht so hoch, weil normalerweise fällt man ja nicht tief, da ist ja Wasser drunter, da passiert normal nichts. Aber hier auf Beton zu landen, das ist ja nicht so witzig. Angenehm. Der Teppich ist zwar weich, aber ich glaube, richtig schützen würde der dich nicht. 26 Minuten, wir haben gerade mal noch nicht so viel gesehen. Die Leute sagen dann immer, hier schwätzt nicht so viel, aber man muss das Erlebnis herüberbringen, wenn du zum Beispiel mit deiner Hand über diesen Tisch streichelst. Und das ist ein bisschen matt, das Material, oder? Ja, es ist herrlich holzig. Du weißt, warum Teak so lange hält? Nee. Da ist Öl drin. Ah. Und das ist wie, du kennst ja zum Beispiel Tannen, die auch im Winter funktionieren. Und da ist so ein Öl, praktisch mir. Erstmal ist es sehr schwer, also sehr, sehr dicht. Ja. Dann ist nochmal so ein Öl mit drin. Und dadurch ist das quasi unverrottbar. Und wenn du es nicht behandelst, dann wird es grau. Ja, deswegen sind wahrscheinlich auch viele Gartenmöbel aus Teakholz, oder? Also auch. Toll. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber hier auf dem Boden auch Teak alles. Man kann es behandeln und dann bleibt das so. Aber ich sag mal, wenn man es nicht behandelt, wird es ein bisschen grau. Ja, aber solange es ja nicht verrottet. Nö, also ich glaube, da passiert nichts. Also es ist alles hier Hightech. Wird schon ewig verwendet, glaube ich, Teak. Mhm. Also in den Bereichen. Hier ist die Ankerkette. Und bei vier Modellen kann man die Ankerkette auch sehen. Magst du hier mal öffnen, dass wir da mal reinschauen? Was da so drunter ist. Mhm. Brech dir keine Fingernägel ab. Ich zahle dir keine Maniküre. Ich glaub, ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Da ist ein Schlüssel dran. Siehst du? Hätte man jetzt noch 5 Jahre probieren können. Geht nicht. Also hier ist auf jeden Fall die Ankerkette. Ich zeige euch das mal. Das Ganze ist natürlich automatisch. Ist jetzt hier nochmal gesichert, dass hier auch nichts passieren kann. Dass das nicht hier runterfällt. Und ja, da vorne ist das Schiff denn zu Ende? Wir gehen mal unten oder oben. Was willst du zuerst haben? Erstmal runter? Ja, komm, wir gehen mal runter. Wir gehen mal in dein neues Schlafzimmer, Sandra. Witzig, du wohnst im selben Ort wie ich, ja. Hast aber die bessere Aussicht. Ich fahre jeden Tag an deinem Haus vorbei. Und ich kann euch sagen, ich habe so langsam das Gefühl, mein Haus ist nicht so groß wie dieses Schiff. Ja, und das ist schon groß, aber... Da geht's runter. Da geht's runter, guck hier. Und hier der Boden, der ist so, das fühlt sich so gut an. So soft, alles wird gefedert hier. Ja, und man hört dann auch gar nichts. Ich glaube, wenn man sich hier reinschleicht, du hörst nichts. Gut, das ist ja auch. Welches Zimmer gehen wir zuerst? Hier. Warte mal. Ja, hier. Das könnte
das sogenannte Eigner. Guck mal, das ist so gemein, die von draußen, die natürlich jetzt hier jetzt nicht da. Ich glaube, wenn man nett fragt, kommt man auch rein, dann kann man auch gucken. Aber sie gucken rein, sie sehen uns jetzt gerade und ich glaube, die sehen uns gar nicht richtig, oder? Doch, ein bisschen schon, aber ich habe schon gehört, in manche Modelle darf man wirklich nur mit Kaufabsicht rein. Andere stehen auch für normale Besucher zur Verfügung. Also die etwas kleineren Modelle meistens. Genau. Die denn, aber hier, das kann man ja verstehen. Guck mal, hier stehen alle Sachen rum. Du könntest hier theoretisch auch alles mitnehmen. Man kann auch viel kaputt machen. Also das will man ja hier nicht. Und ich weiß immer noch nicht, warum er uns so vertraut hat, ja, dass wir alles rein dürfen. Aber es ist so, ich glaube, dass die Klientel, die hier gucken will und so weiter und so fort, die haben nichts davon, wenn sie hier irgend so ein Designelement mitnehmen oder so oder einen Wasserhahn abschrauben. Ich glaube, wir sind hier in einer etwas anderen Liga, oder? Das stimmt. Wobei, so also beim Caravansalon habe ich schon gesehen, dass ab und zu mal was zu Bruch geht, wenn da viele Besucher immer rein und raus stürmen. Ist Leichtbau. Das kann man hiermit nicht vergleichen. Das hier ist wie zu Hause oder besser. Mhm. Also wenn du mal guckst, hinter dir ist ein Spiegel. Ja, den habe ich schon gesehen. Ich habe auch erst gedacht, ist das ein weiterer Raum? Aber nee, das bin ja ich. Hast du ganz oft, also in unteren Bereichen bei kleineren Schiffen, hast du echte Labyrinthe. Ja. Das hast du hier so nicht in der Form. Unten, guck mal, da sind noch Ablagen für Schmuck. Wenn du da mal drüber fährst, mir mal beschreibst, wie sich das anfühlt, so samtig? So samtig, ja. Samtig, so ein bisschen auch Leder, so ein feines Leder. Aber guck mal, wenn du da um die Ecke gehst, da geht es noch weiter. Aber du, ich sage mal, wenn du mal kurz vorgehst, stell dir vor, du hast hier als Eigner natürlich jeden Tag eine neue Freundin, nee, hast du nicht, aber wenn du dann so aus Spaß sagst, hier machen wir eine Roomtour und führst mal hier Gäste auch mal durch, man kann sich hier verirren in so einem Schiff, oder? Das stimmt. So, hier ist ein kleiner Tresor ist hier mit drin. Dann hast du hier nochmal Ablagen überall. Da ist nochmal. Kann ich noch irgendwas aufmachen? Ja, ein Bügelbrett. Was ist da drin? Notausgang? Nee, da ist irgendwas Elektronisches dahinter. Wahrscheinlich Sicherungen oder so. Technik. Jetzt gleich, du machst die Schalter aus. Dann werden wir rausgeschmissen. Dann werden wir rausgeschmissen. please leave this boat. So, mal kurz mal gucken. Hier unten mal öffnen, ein, zwei Schubladen. Ganze hier ist beledert übrigens. Also ich hoffe, ihr seht hier die Sichtnähte drauf. Und alles natürlich Vollkorpusmöbel. Wie soll es anders sein? Und teilweise sogar mit durchlaufenden Mustern hier drin. Dann bitte mal hier vorne öffnen, dass wir dann mal hochgehen. Und das hatten wir eben schon. Das ist, hast du ganz oft, ein beleuchteter Schminkspiegel, der natürlich Make-up, Schmuck und so weiter, den du anlegst, dann besonders schön machen kannst. Mhm. Da kannst du schick machen. Hier oben kannst du Plissés runterfahren, das Ganze auch elektrisch. Und kannst dann zum Beispiel hier vorne sagen, hey, wir wollen euch da nicht mehr sehen. Und kannst zumachen. Alles dezent, guck mal hier die Fernseher, du hast so eine Nachtstaltung. Den Rollo runterfahren, die Leute fotografieren hier rein. Dann ist er zu in dem Moment. So, ich mach dir mal Platz hier. Ist das schön, das Boot, das Schiff? Deutsch, German? Deutsch. Sehr gut, ja. Aber ist das nicht ein schönes Schiff hier, wenn du mal hier reinguckst? Ist es sehr schön. Sehr schön. Aber ich finde es jetzt auch nicht zu überdesignt, sondern es sind sehr, sehr schöne, warme Farben, sehr oder? Verhalten, ja. Es ist sehr verhalten und trotzdem schöne Details. Ne, ja, ich zeig das mal gerade. Das ist ja alles hier so ausgefräst. Das ist alles Echtholz hier mit drin. Auch an den Türen. Ne? Es ist einfach schon Detailliebe dabei. Die beledeten Griffe, das sind so die Gimmicks. Aber auch hier, guck mal, hier unten, das ist so eine Lederoptik, die hier drauf ist. Ja, das wird häufig gemacht, weil es rutschfest ist. Ja, damit es nicht runterfällt, gell? Ja, damit es nicht immer sich bewegt und auch nicht so zerkratzt. Anzahl der Schiffe, die du hast, wie viele hast du? Ich habe dich noch nicht gezeigt, also keine Angst. Keins, okay, vielleicht demnächst, ja. Vielen Dank erstmal, tschüss. So, wir gucken mal gerade hier hin, da vorne hast du noch eine Couch mit drin. Die ist sehr, sehr schick und natürlich Dusche. Und ich war schon im Bad, es ist echt groß. Ist groß? Es ist groß. Wow. Größer als erwartet. Guck mal, hier stelle mich mal ganz in die Ecke. Also du hast auf der einen Seite hast du die Toilette und das hier hat wirklich hier Hotelzimmer-Style. Hier auch wieder Holz auf dem Boden, hier holzig. Ich komme gleich mal zu dir, wenn du mal gerade da bleibst. Ich muss einmal kurz diesen Moment passé ausatmen. Aber ist Holz wirklich so robust, dass man da sogar duschen kann? Ist Teakholz, das nimmt quasi kein Wasser auf. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen, dass in der Dusche Holz verarbeitet ist. Es kann auch ein Kompositmaterial sein, also es wird dann zermahlen, kriegt die Optik. Nee, das ist mittlerweile so gut, also das ist auf jeden
ist Holz. Oder? Also es kann hier auch... Siehst du sogar ein paar. Ja, aber das ist teilweise im Composite auch schon mit eingebaut. Also das ist dann wirklich du zu 100%, aber es ist mit größter Wahrscheinlichkeit Holz, du hast recht. Unten ist das weich, der Boden? Mhm. Ist auch Holz? Ja, auf jeden Fall. So, das können wir mal zeigen. Echtglastür natürlich mit drin, Regendusche ist mit eingebaut und das Lichtdesign gefällt mir hier. Du hast nicht wie auf dem Caravan-Salon diese Messelampen, die das ganze Lichtdesign zerstören, sondern du hast überall indirekte Beleuchtung hier mit drin, damit du ja kein Licht hier siehst. Das und ist auch das normale Licht, das ist ja so verbaut. Ne? Hier ist kein zusätzliches Licht nur für die Messe. Ja, wieder mal die Frage, die ich dir schon mal gestellt habe. Dein persönlicher Designer zu Hause, was hast du im Moment? Doch, IKEA ein bisschen, Maison du Monde ein bisschen, aber einen richtigen Designer habe ich leider nicht. So. Zwei Waschbecken, Zahnputzbecher. Also das ist alles da, wie zu Hause, wie man das auch kennt. Und das ist der Blick, der nochmal in das Schlafzimmer rein. Die Leute fotografieren natürlich hier von außen. Das ist so ein bisschen wie praktisch im Aquarium, so ein bisschen. Wir gucken draußen auf die Fische. Genau. Oder wir sind die Fische, für die draußen stehen. Ja, für viele ist das natürlich aber auch ein toller Einblick. Also hier in meinem Schlafzimmer, dass du das siehst. Das ist hier von der Ecke. Ich zeige euch das mal gerade, wie es aussieht. Hello. Und komm, let's go. Wir gehen mal in die anderen Zimmer rein und schauen mal, ob es da wesentlich schlechter ist. Überall hast du natürlich versteckt in den Ecken hier nochmal einen Kleiderschrank oder einen Schrank, der drin sein könnte. Also hier hast du viel Platz für deine ganzen Dinge, die reinkommen. Guten Tag. So, und hier, wir gehen mal eins weiter und biegen mal nach rechts ab, vorsichtig, dass wir uns nicht in den Weg fallen. Da sind wir. Und auch hier wieder ein Queensbett. Hier zwei Seiten, Platz auf jeder Seite nochmal hier mit drin. Das ist jetzt auch, ganz ehrlich, Sandra, da könnte ich jetzt auch mit leben. Also wenn jetzt hier der Eigner sagt, ich kriege jetzt nicht das Eignerbett, sondern ich kriege jetzt nur das Queensbett, dann würde ich sagen, ach, zur Not. Zur Not würde ich ja auch noch schlafen. Zur Not würde ich hier dann auch noch schlafen. Ja. Hat eben, das war ganz witzig, die Frau, die ich eben interviewt hatte, die draußen war, die hat genau das gesagt. Die hat gesagt, hier die Optik hier in dem Ding, das gefällt mir besonders gut. Aber auch hier, guck mal, die Fabrics, dieser Stoff, der drauf ist, die Textilien, die hier verwendet werden, alles echt Holz. Und wenn du da mal ganz nah ranfährst, dann siehst du auch, wie schön das gemacht ist, Sandra. Mhm. So, man soll sich nicht, darf sich nicht auf die Betten setzen. Also hier steht es jetzt nicht dabei, aber wir machen es trotzdem nicht. Und ja, überall noch kleine Einbauschränke, eine kleine Luke hier mit drin. Und ihr seht auch schon an der Farbe, es ist ultra abgedunkelt, sodass... Krass, du hörst nichts. Nee, nur die Leute, die auf dem Schiff sind gerade, ein bisschen sprechen, aber von da außen nichts. So, auch hier wieder ein kleines Schminkabteil. Bitte auch hier mal hinsetzen, bitte Sandra, dass wir mal sehen... Es ist jetzt Abend, wir liegen in Monte Carlo, Sandra. Ich habe dich schon zweimal aufgefordert, endlich mal beizumachen. Genau, dass, mach dich endlich mal fertig. Ich sage in 5 Minuten, das sage ich schon seit einer halben Stunde, wie immer. Gestern noch in der Angela Braun Straße 19, heute auf der Princess 90. Ja. Wir werden euch auch gleich nochmal sagen, wie es ganz genau heißt. Dann Badezimmer, auch nicht schlecht. Oh, ja. Ist... ja, zwar nicht so groß wie das eigene Bad, aber auch immer mit Dusche. Und weißt du, was ich noch überhaupt nicht entdeckt habe hier? Das ist die Badewanne. Ist dir schon aufgefallen? Also ich hatte ein Schiff jetzt gefilmt mit einem eingebauten Jacuzzi. Das haben wir schon mal gezeigt. Mhm. Das war draußen. Aber eine Badewanne, eine große Badewanne habe ich ja nicht gezeigt. Also die duschen alle. Du hast doch die Badewanne draußen, wenn du ein Schiff hast. Eine riesige Badewanne. Ja, aber ich dachte mir, weißt du, mal lang machen, nochmal baden. So, gucken wir hier unten rein. Toilette ist hier drin, Festtanktoilette mit drin. Und zur Seite ist dann die Dusche. Die große Dusche. Hier auch nochmal ein Holzboden, hier ein paar Holzdetails, aber der Rest ist so Kunststoff. Und hier Glas. Okidoki, let's go. Und ich gehe mal kurz vor und dann entdecken wir mal andere Teile. Guck mal hier drunter, Sandra. Da ist noch Stauraum und was wir komplett vergessen haben, das zeigen wir euch gleich mal, das sind die Kleiderschränke oder der Kleiderschrank, der hier noch mit dabei ist. Also zwei ganz große Schubladen hier mit drin.
Kleiderschrank, linke Seite, bitte mal öffnen. Guck mal hier. Ja, da. So, und auch hier siehst du große Stange mit drin. Also du kannst dich reinstellen. Stell dich mal gerade daneben für der Größe. Du bist 1,75 Meter im Moment. Schuhe hast ja keine an. Also der Schrank ist so groß wie die Sandra. Also ich würde da locker reinpassen. Nicht reinsteigen, nicht, dass irgendwas abbricht, dass du da bist. Aber auch so ganz kleine, dezente Lichtinstallationen. Also das so indirekt, da kann keiner reingucken. Also das ist so schön gemacht. Auch Schränke hier oben. Ich glaube, der Tresor ist nur dazu da, dass die Diebe das öffnen dann. Und die wahren Sachen, die versteckst du in irgendwelchen Sachen, die, auf die kein Mensch kommt, ja. Es gibt bestimmt noch andere Geheimfächer hier. Komm her, Dometic. Das ist die Klimaanlage. Alle Räume sind klimatisiert hier auf dem Schiff. Bitte mal öffnen. Ich stelle mal auch den Stuhl nochmal weg. So, für alle, die gerade einschalten, wir sind auf der Boot 2023 auf einem Luxusschiff der Firma Princess, ein Serienhersteller aus England. Und auch hier würdest du sagen, auf der linken Seite können deine drei Katzen liegen. Hier könntest du liegen. Ja, nee, bräuchte noch ein drittes Bett. Für jede Katze eins. Man kann hier bestimmt das Mittelteil noch erweitern. Das hat mir nämlich einer gesagt, der bei einem anderen Hersteller. Und es gibt ja, noch so ein Schaumstoff. Schaumstoff-Inlay, der reinkommt. Aber drunter wieder hast du Schränke. Dann hast du den großen Kleiderschrank hinter dir. Mach den mal bitte auf. Und auch hier siehst du die Life Vests, die meistens mit dabei sind. Das heißt, die die Rettungswesten und der Feuerlöscher. So, Feuerlöscher gibt es aber fast in jedem Raum einen, oder? Ja, stell mal vor, passiert was. Schrank. Also gibt ja nichts Schlimmeres wie ein Feuer am Deck, das muss sofort gelöscht werden. Da gibt es auch Rettungsübungen, das kennst du. Also die Crew, der Captain macht dann Rettungsübungen, das Schiff muss evakuiert werden, all diese Dinge. Und es gibt auch natürlich Rettungsboote hier, die werden aufgeblasen, damit du Rettungsinseln, falls mal irgendwas passieren sollte. Man weiß ja nie, wie es ist. Dann kommt dann doch der große Hurricane. Dusche und da hinter der Tür ist die Toilette. Die Toilette. Versteckt. Komm, ich komm mal rein. Hier hat man einen Natursteinboden drin. Da würde ich jetzt mal behaupten, der könnte echt sein. Aber man weiß, ich könnte auch. Ich glaube eher Kunststoff. Kunststoff. Ja, ein Kompositmaterial, irgendwas Nettes hier mit drin. Wenn dich mal gerade mal auf die Toilette setzt, dann filme ich mal ganz kurz in die Dusche rein. Hallo Sandra. Normal würde ich das nie tun. Wir haben bei uns ja drei Toiletten, muss ich sagen. Davon sind zwei übrigens für Männer tabu. Wir haben nur ein Klo, wir sind kleine Unterzahl. Wir sind ja auch nur zwei Männer in der ganzen Firma. Genau. Und sonst lauter Frauen. Aber es ist doch, guck mal hier Sandra, du bist jetzt hier auf so einer Yacht. Es fühlt sich an wie ein Luxushotel. Aber echt, also hier könnte man leben. Hast du keine Freunde, die eine Yacht haben? Leider nicht. Aber leider nicht. Du hast die falschen Freunde. Du brauchst Yachtfreunde, brauchst du. Muss ich öfter mal nach Cannes und Saint-Tropez oder wo warst du im Urlaub? Das ist ein Hobby wie jedes andere auch, ganz ehrlich. Also hier, ich glaube, Yachting ist eine schöne Geschichte. Muss man mögen. Hat auch nicht jeder eine Yacht. Klar, brauchst du auch das nötige Geld, aber du brauchst natürlich auch ein Faible dafür, dass du dann da und da liegst und das Ganze angucken kannst. Und hier siehst du großer Kleiderschrank mit drin. Auch der ist wieder mal raumhoch. Und das ist die VIP-Cabin, das haben wir schon gelernt. Also das ist die Cabin, die du den Leuten gibst, die du am liebsten hast. Den VIPs, die kommen dann hier rein. Und da hast du dann Schränke. Also warum ist dieses Video so lang? Es ist auch das längste Schiff. Und da hat man natürlich unglaublich viel zu sehen. Und das zeigen wir mal. Also hier überall nochmal Schränke. Es fühlt sich alles so gut an. Ist eine matte Optik. Ach, schön. Fühlt sich auch matt an. Und die Frage, wo ist jetzt hier das Badezimmer? Wahrscheinlich draußen, das, was wir gesehen haben. Wird das denn geteilt? Nein. Nein, es gibt ein eigenes Badezimmer. Hier, also ganz zu schließen. War hier schon drin? Nee, da war auch nicht drin. Ich weiß es gar nicht mehr. Sieht alles so ähnlich aus. Aber nee, hier war auch nicht drin. War also, nicht weil, drin, ne? Also da ist die Dusche direkt am Eingang rechts. Genau. Dann ist das wahrscheinlich das dazugehörige Bad. So, und hier hast du Sandra in ihrem Badezimmer. Also ungefähr wie viel Badezimmer hast du jetzt schon hier auf der Messe? Oh. 30, 40? Ist lang nicht, oder?
kommen einige zusammen. Ich bräuchte so einen Klicker, der das zählt. Da sind wir. Guten Tag, hier ist German Television. Wir stehen auf der Princess 90. Gut. Also hier sehr viel Komfort, Waschbecken, die VIP-Cabin und ein Schminktisch mit dabei. Ich glaube, den haben wir schon gezeigt. Aber wir können gerne mal reinschauen. Und Ausblick natürlich zu beiden Seiten. So, wir gehen jetzt auf das Flight Deck. Wir räumen das Schiff für alle Leute, die es schauen sollen. Hallo? Hallo? Und gehen jetzt mal hoch. Da sind wir. Bisschen Traffic hier. Und so, es gibt da eine kleine Ampelanlage hier, dass die Leute auch wirklich durchkommen. Der Thomas geht mal gerade runter. Und wir warten jetzt mal und gehen dann anschließend wieder hoch auf das Flight Deck. Und Leute sind natürlich total begeistert hier. Jeder will sehen. So, jetzt aber hoch. Jetzt gehen wir hoch. Jetzt haben wir keine Chance mehr. Sonst sind wir noch in 5 Jahren hier. So, auf geht's. Und guck mal hier, eigener Aufgang zum Flight Deck. Let's go up. Wow, oder? Guck dir mal das Cockpit an. Wow, krass. So, ich habe schon mal anmoderiert. Der Vorteil hier ist, dass du ganz frei bestimmen kannst. Auf der rechten Seite Netflix, Amazon Prime daneben. Dann hast du hier Disney Plus auf der einen Seite. Und ganz links, passt nicht ganz, aber du hast, guck mal hier, das ist es doch jetzt mal. Warte, ich schieße mal gerade ein Foto von dir von der Seite. Guck mal gerade. Ich hätte mal stillhalten, halt mal still. So, denn die Belichtungszeit ist ein bisschen runter, dass wir das mal kriegen, das könnte Startbild werden. Wow, ich bin begeistert. Und du musst dich mal auf diesen Stuhl setzen, der ist noch bequemer als alle anderen, die wir bisher hatten. Ah, und hier haben wir wieder das Emblem, das sich nicht bewegt, während man steuert. Ich habe in Amerika die ganzen Gangster-Rapper, die haben das auf ihren Felgen drauf. Hast du das mal gesehen? Ja, stimmt. Guck mal hier, Miami sind wir gerade. Wow. Ja, da sind so Demo-Dinger drauf, dass du hier jetzt nicht Köln-Kalk siehst oder Düsseldorf. Ist das eigentlich Touchscreen? Ja. Nee, ist kein Touch. Guck. Echt? Und da siehst du, guck mal, da sind wir gerade im Yachthafen und die Boote strahlen übrigens per Transponder ihre Position aus. Und dann kann man die sehen jeweils hier drauf, die Vessels. Sim-Target 526 und hier kann man schön sehen, wo die sind. Und hier siehst du, das ist zum Beispiel ein Tiefensonar. Also hier hast du eine 3D-Darstellung, wie der Boden beschaffen ist, der unter dir ist. Krass. Guck mal, da ist das Boot, das kannst du hier sehen. Ja. Hier ist das Pferd hier. Und dann siehst du jeweils, wie der Boden beschaffen ist, ob du da fahren kannst, ob da vielleicht noch ein Goldschatz liegst, damit du die Yacht bezahlen kannst. Aber ich glaube, das ist sehr hilfreich. Dann hast du hier die Motordaten von dem Schiff. Du siehst also, wie viel Fuel hast du noch hier. Dann siehst du, wie viel Verbrauch du hast pro Stunde. Und du kannst sehen, ja, die ganzen Tankstände. Also hier ist jetzt relativ voll auf der Simulation. Und auch hier siehst du, guck mal hier, wir sind auf den Bahamas. Ach, das wäre jetzt schön, wenn wir dort wären. Wie, magst du nicht hier sein? Ach, ich könnte mir das Schiff in Fahrt noch besser vorstellen. So, komm, hier haben wir noch viele Schalter. Ein paar Sachen sind natürlich aktiviert. Und besonders schön ist natürlich hier dieser Platz hier. Allein der Stuhl, das muss man schon wirklich sagen. Also dieser Stuhl ist schon ein Hingucker. Aber guck mal hier, das ist doch so eine schöne Bank. Da können wir uns jetzt mal beide hinsetzen. Ich setze mich jetzt mal hier auf diesen Steuerstuhl. Den Captain Chair und blicke jetzt mal hier auf die Taster, die übrigens unter Plexiglas sind. Da soll man wahrscheinlich nicht drauf drücken. Ja, Fun Fact, hier oben ist der Kompass. Da kannst du sehen, wo du gerade bist. Und jede Menge analoge Schalter und natürlich dein Joystick, den du hast. Das haben wir schon gelernt, gell? Genau, ja. Für das, wie heißt das Buch? Buch.
Komm ich später drauf. Muss ich jetzt nachdenken. Bugstrahlruder. Bugstrahlruder, so. Genau. So, das kannst du damit machen. Und irgendwo muss auch der Joystick sein. Ich muss mal schauen, wo der ist. Also hier auf dem Steuerstand. Das sieht schon so ein bisschen aus wie auf der... Ist das der Joystick? Nee, das ist für das Garmin, glaube ich. Damit kannst du das, glaube ich, steuern. Ich glaube, hier gibt es keinen Joystick. Ist ein Raymarine übrigens, ist kein Garmin. So, lass mal gucken. Wenn es keinen Joystick gibt, es gibt auch Leute, die brauchen keinen Joystick, weißt du, die können halt einfach fahren, weißt du, die können es einfach. Oder du benutzt halt das Lenkrad. Also ich verstehe sowieso nicht, warum man Lenkrad und Joystick hat. Also du hast ja die beiden Bugstrahlruder. Das heißt, also wenn du das eine nach zum Beispiel nach rechts fährst, ja, dann dreht sich das Schiff vorne nur nach rechts. Also so, okay. Es bleibt hinten stehen und dreht sich vorne nach rechts. Wenn du damit hier lenkst, dann brauchst du immer praktisch einen Vortrieb oder einen Rücktrieb über die Propeller. Das brauchst du mit diesem Bugstrahlruder gar nicht. Ach so. Okay. Du kannst also mit beiden Bugstrahlrudern, das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Eigentlich nur auf der Stelle bewegen. Sozusagen. Genau, kannst dich auf der Stelle bewegen. Und wenn du jetzt den Joystick hättest, dann kannst du quasi, also wenn du jetzt hier beide auf einmal nach rechts machst, mach mal. So, dann würde das auch komplett nach rechts fahren und da brauchst du auch keinen Joystick. Ach so, weil vorne und hinten dann nach rechts steuert. Genau, und wenn du jetzt mal das obere nach rechts machst und das untere nach links, dann wird es sich um die eigene Achse drehen. Mhm. Und zwar... Oder halt umgekehrt oder so. Genau. So, und das ist eigentlich, ich denke, wenn du das geübt hast und hier fahren ja die Profis mit, hier ist ja dann noch eine Crew mit dabei und so weiter, dann hast du das hier mit dabei. So, wir räumen mal gerade ein bisschen und hier siehst du auch, hier vorne hast du dann nochmal den Fernseher mit eingebaut, TV. Hallo. Hallo. So, und das siehst du hier sehr schön. Das Ganze fährt dann hier ganz dezent raus, damit das auch ja nicht stört. Und hier sitzt man dann, genießt seinen Kaffee und ja, schaut dann hier Fernsehen. Und wie das Ganze rausgeht, wahrscheinlich mit der Fernbedienung, das werden wir gleich mal sehen. Aber du guckst dann hier auf deinen Steuerstand auf der rechten Seite. Bist hier oben mit deinem Cabrio-Dach, das du übrigens verschließen kannst. Hier oben siehst du dann den Himmel und die Sterne. Genau, also das ist Glas, aber du kannst hier noch die Jalousie dann wahrscheinlich zumachen als zusätzlichen Sonnenschutz. So, und dann hast du das Achterdeck. In einer Größe, wie ja, so manche sich das zu Hause dann auch mal als... als Terrasse dann auch wünschen. Guck mal, der Tisch, die Größe. Wenn du nur mal die Schiere, wenn ich mal gerade mal hinsetzt, ich mach mal gerade ein Bild, ein spezielles, und genau da hinsetzt, da, stopp, mach mal. Ich mach mal gerade ein Bild und dann kann man mal, du kannst dir nicht vorstellen, wie das hier aussieht, weil ich einen Weitwinkel habe. Sieht das so aus, als würdest du an einem Fußballfeld sitzen, ja. Aber der ist auch, warte mal, ich zeig das mal gerade. Das ist aber auch ein Tischchen, oder? Ich glaube, der Tisch ist so groß wie mein Badezimmer. Warte, ich gehe mal auf die andere Seite, dass ich mich mal hier hinsetze und mal ganz kurz zeige, wie das Ganze hier aussieht. Und ich muss jetzt schon rufen. Hallo, genau. Sandra. Wir brauchen so Funkgeräte. So, vorüber. Also viel tolles Design. Was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, ist der Grill. Magst du mal suchen? Der Grill. Es muss ja auch der Chef hier, der Küchenchef, muss ja auch was zubereiten. Und da könnte er sein, da ist er auch. Hier kannst du deine Schwenker zubereiten. Sagt man im Saarland. Eine Kühltruhe. Bleib mal da, ich filme dich mal gerade von der Seite hier, dass wir mal zeigen können. Das ist Sandra und das ist das Flydeck. Und das Coole ist, du kannst hier sitzen, kannst dich quasi mit dem Schiff eins werden lassen und blickst dann von hier auf die Marina und da sind deine Freunde, da vorne ist Peggy, nee, die heißen jetzt alle anders, die heißen Paris und ist hier eine eigene Welt, oder? Ja, aber hier laufen ja auch Normalos rum, ne? Ja, wir. Das ist... So, wir filmen mal gerade hier rein. Für euch stellvertretend auf der Boot in Düsseldorf bei einem wirklich der schönsten Hersteller der Welt. Princess. Und sie waren super lieb, haben gesagt, ihr könnt hier filmen, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Wir unterstützen euch. Wir geben euch was zu trinken, haben sie gesagt. Mhm. Und sollen wir es verlassen? Ja, ich denke. Oder magst du dich noch einmal vorne hinsetzen, dass wir da nochmal die Sandra filmen?
2 Inches. Hi. 2 Inches, sehr schön, sehr schön. So, und dann gehe ich mal kurz hier auf die Seite. Das ist jetzt nochmal der Blick. Sandra auf ihrem Deck. Also nur, dass ihr mal die Dimensionen hier auch mal habt. Und ich gehe nochmal kurz auf die Seite, filme mal gerade in die andere Seite rein. Das ist der Blick von der anderen Seite. So, vielen Dank fürs Einschalten. Also wenn ihr wollt, kommt auch noch auf die Boot ganz schnell. Wahrscheinlich haben wir das Video dann bis dahin noch nicht gesendet, aber es ist allein nur mal gucken, sich vielleicht ein Louis Vuitton-Täschchen anzuziehen und dann zu sagen, ja, wir wollen das und das. Da muss man sich vorher vielleicht ein bisschen aneignen, ein Kaufinteresse auch mal zeigen. Ich glaube, man muss auch nicht den Kontostand zeigen unten, oder? Nee, glaube ich nicht. Du hast aus Spaß gesagt, ich habe noch eine gefakte, was hast du gesagt? Louis Vuitton-Tasche. Und dann hast du gesagt, besser nicht, die erkennen die. Könnte passieren. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television. Also guckt bitte, dass ihr die Abo-Taste gemacht habt, denn es ist so wichtig, dass ihr abonniert. Drückt auf die Abo-Taste. Wir haben nur 3% Abonnenten. Das ist ganz schlimm. Wir haben nur, ich glaube, 330.000 Abonnenten nur. Und wir haben über 9 Millionen Zuschauer in 90 Tagen. Das muss sich ändern. Hast du abonniert? Natürlich. Echt? Ja. Gut, du bist auch bei uns, glaube ich, Administrationsrechte, wenn du nicht abonniert hast. Ich habe ja auch noch private Google-Konten und da bin ich auf jeden Fall. Ja, abonniert German Television, es kostet euch keinen Cent, ihr müsst auch keine Glocke anmachen, das ist mir vollkommen egal, aber abonniert, denn komischerweise werden Kanäle bewertet nach der Anzahl der Abonnenten und nicht, dass sie irgendwie 11 Millionen Aufrufe haben. Also wir sind praktisch von den Aufrufen her so knapp unter Tagesschau, aber irgendwie von den Abonnenten, die haben 1,4 Millionen Abonnenten und wir kraucheln da rum mit nur 330.000, das genau. Muss sich ändern. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. So, tschüss, haben uns die Spezialisten gesagt, dass wir das machen wollen. Tschüss.